Städte, Dörfer und Orte. Unter diesem Motto werden in der Galerie Eiting in der Gönninger Straße 37 in Pfullingen Werke des namensgebenden Kunstmalers Ernst Eiting präsentiert. Entsprechend des Themas zeigt die Ausstellung den 2009 verstorbenen Künstler als Chronisten seiner heimatlichen Umgebung. Dabei gewährten Eitings Bildwerke, so die Waiblinger Kunsthistorikerin Ute Schönfeld-Dörfuß bei ihrer Eröffnungsrede auf der Vernissage, einen Blick zurück in frühere Zeiten, in scheinbar gelassenere Momente, eingefangen von wachsamen Künstleraugen, stets auf der Suche nach markanten und formschönen Szenarien. Dabei machten die ausgewogenen Kompositionsmittel zwischen Aufbau, Form und Farbe aus einer unscheinbaren Dorfstraße eine subtile malerische Erzählung. Die Ausstellung Städte, Dörfer und Orte in der Galerie Eiting in Pfullingen läuft noch bis zum 17. Januar.